Heute vor exakt vier Jahren überfiel das türkische Erdogan-Regime mit Hilfe dschihadistischer Kämpfer, darunter sehr, sehr viele ehemalige Kämpfer der Terrorgruppe IS-Islamischer Staat, die friedliche Enklave Afrin völkerrechtswidrig. Zehntausende Menschen wurden vertrieben, Frauen und Kinder ermordet, verschleppt, zu Sklaven gemacht. Die Ernte wurde geklaut, die Häuser wurden ihnen aberpresst. Es wird Zeit, dass die Welt aufsteht und diese Kriegsverbrechen klar benennt. Die Türkei hat in Afrin nichts zu suchen. Und auch die türkischen und türkisch unterstützten Dschihadisten haben in Afrin nichts zu suchen. Afrin muss wieder frei sein.